Hallihallo zu einem neuen kleinen Tutorial, dieses Mal eine Fortsetzung zu der AI-Folge, also der Enemy-KI-Folge, die ich schon mal gemacht habe. Da ging es ja darum, wie der Enemy auf einen Spieler reagieren kann, also wie er mittels Sichtkegel den Spieler halt sehen kann und dass er nur in seinem bestimmten Sichtfeld ist. Jetzt wollen wir das ein bisschen erweitern und möchten, dass der Enemy automatisch einen Weg findet, und zwar am besten den kürzesten Weg, und er soll sich zufällig in der Welt bewegen. Dafür habe ich jetzt hier schon mal diese Maze World gebaut und da habe ich schon mal unsere kleine Kapsel, unseren Enemy. Da habe ich einfach nur einen Rigid Buddy verpasst. So, zum Thema Pathfinding. Pathfinding in Unity ist sehr vereinfacht, denn es gibt das sogenannte NavMesh. Mit dem NavMesh kann man einfach eine Fläche generieren lassen, also ein NavMesh generieren lassen, worauf sich ein NavMesh Agent dann bewegen kann. Und ein NavMesh zu erstellen, gehen wir erstmal unter Window, dann AI und dann klicken wir auf Navigation. Dann öffnet sich hier an der Seite dieses schöne Navigation-Feld oder es ploppt einfach in der Mitte auf. Ich habe das lieber an der Seite. So, jetzt habe ich hier unsere Spielwelt. Man kann da natürlich, wie man hier auch schon sieht, ein Terrain benutzen. Jetzt würde er mir dieses Terrain anzeigen, einen Mesh-Renderer benutzen oder halt alles irgendwelche Objekte verwenden. Dafür markieren wir jetzt erstmal den Boden, den Ground und alle Wände. So, und dann gehen wir hier auf in Navigation Static. So, dann haben wir hier automatisch schon Navigation Area Walkable. Das heißt, der Agent kann auf allen Sachen rennen, aber wir wollen natürlich nicht, dass er auf den Mauern laufen kann. Deswegen nehmen wir jetzt die Mauern und sagen da Not Walkable. Man kann aber auch einstellen Jump, also dass er da drauf springen kann. Um irgendwo drauf springen zu können, muss man ein Off-Mesh generieren, also hier sieht man das ja, Off-Mesh links. Und dann gehen wir erstmal zum Tab Bake. Bei Bake haben wir dann mehrere Einstellungen, wie zum Beispiel wie groß unser Agent ist, also sein Radius, seine Höhe, und da setze ich das meistens immer auf 1. Dann haben wir hier die dritte Einstellung und das ist dann der Gradwinkel, wie weit er hochgehen kann. Zum Beispiel bei Terrains ist es ja so, dass man da eine Bergsteigung hat und sonst was, und dann können wir in Grad bestimmen, wie steil kann denn der Agent sich hochbewegen. Also so 45 Grad oder eiskalte 60 Grad, und mehr wie 60 Grad geht nicht, weil das wäre ja auch total unrealistisch. Dann haben wir da natürlich noch die Step Height, also wie hoch eine Stufe sein kann, die er hochgehen kann. Und dann können wir die hochsetzen, und wenn das auch schon zu hoch ist, dann sagt er AAA, das ist aber höher als dein Agent groß ist. So, und dann lassen wir das auch einfach auf 2 und das auf 45, so passt das dann perfekt. So, dann haben wir hier die Drop Height. Die Drop Height bestimmt von wie hoch er sich fallen lassen kann. Also wenn ein Abgrund dort ist vor ihm, dann können wir ihm sagen, hey, ist der Abgrund so zwei Units tief, dann kannst du da runterspringen. Und dann springt er auch vollautomatisch. Und Jump Distance ist einfach nur, wie weit kann er springen und wie hoch kann er springen. Dann haben wir hier noch die Advanced-Möglichkeiten, die ist dann so zugeklappt, und dabei Advanced-Möglichkeiten können wir noch Manual Voxel Size bestimmen, also die Anzahl der Quadrate, die das NavMesh hat, in der sich der NavMesh Agent sich bewegen kann. Und dann können wir noch einen Height-Mesh hier automatisch generieren lassen, das machen wir jetzt alles mal nicht. Und wir ignorieren jetzt erstmal die Advanced-Sachen, sondern wir drücken jetzt einfach mal hier auf, wir markieren alles, auch den Boden, und dann drücken wir einfach auf Bake. So, nach einer kurzen Zeit sehen wir dann hier auf einmal dieses blaue quadratische Feld. Also da sieht man offensichtlich, das sind die Voxels, von denen ich gesprochen habe. Also die Cubes, in der sich unser NavMesh Agent bewegen kann. Und das ist der Bereich, in dem sich das NavMesh selbst bewegen kann. Die Sache ist, die Wände selbst werden einfach ignoriert. Sieht man ja, weil das ist einfach nur eine Fläche. Deswegen wählen wir jetzt alle Wände aus, gehen zum Inspector und fügen eine Component hinzu, und da schreiben wir einfach NAV, und dann haben wir das schon, NavMesh Obstacle. Und Obstacles bestimmen Bereiche auf dem NavMesh, die nicht betretbar sind. Wir können da eine Box nehmen oder eine Kapsel nehmen, da nehmen wir jetzt natürlich für die Wände eine Box, und dann, damit das ein bisschen größer ist, sagen wir hier erstmal bei X sagen wir, der soll das mal ein bisschen mehr machen. Bei Y brauchen wir nicht mehr, aber bei Z sagen wir dann noch ein bisschen mehr, dass die Wände ein bisschen breiter sind. Dann sagen wir Carif. Da haben wir dann nochmal die Kurvung, war das jetzt, glaube ich. Auf jeden Fall auch die Hinternetzdicke. Und dann gehen wir wieder zurück zum Navigation Window. Und dann sehen wir, zack,
Jetzt sind diese Bereiche, die wir ausgewählt haben, einfach ausgegraut. Also dort kann sich unser Nuffmash Agent, also unser Enemy, nicht mehr bewegen. Das heißt, er kollidiert nicht mehr mit Wänden. Und so kann man das dann halt bestimmen, wie zum Beispiel für Bäume oder Gebäude oder sonst was. Und dann kann man das so bestimmen, ey, da kannst du nicht durchgehen. Da musst du einen neuen Weg finden. Es sei noch so viel gesagt, dass das Pathfinding, also der kürzeste Weg zu finden, das ist relativ gesehen. Also es ist ja nicht perfekt, natürlich nicht, aber er schafft es fast jedes Mal. Also fast jedes Mal kriegt er es hin, den kürzesten Weg zu finden. So, deswegen machen wir uns jetzt erstmal ein kleines Objekt, ein Cube einfach als Target-Objekt. Und dann positionieren wir den Target einfach mal auf die andere Seite der Map. So, dass er bitte hier hingehen soll. So. Und dann erstellen wir uns erstmal unseren Nuffmash Agent. Und da gehen wir einfach auf Add und dann Nuffmash Agent hinzufügen. Und dann haben wir hier schon mal einen Agent Type. Der Agent Type bestimmt hier unter Navigation bei Agents, können wir verschiedene Arten von Agents herstellen. Also wir können das einfach einen neuen Agent erstellen und dann ihm zum Beispiel sagen, der kann sich nicht in diesem Bereich bewegen und der kann nur in diesem Bereich sich bewegen, der kann in diesem Bereich sich bewegen. So können wir mehrere verschiedene Enemies machen, also AIs. Dann haben wir hier noch die Bewegungsgeschwindigkeit, da kann man das erstmal schön auf volle Möhre stellen, hier erstmal auf 100 noch was, dann nochmal das Acceleration, das ist dann die Geschwindigkeit, glaube ich, die das dann nochmal bestimmt, wie schnell er denn zum Ziel finden soll. Dann können wir ihn natürlich noch bestimmen, wie breit ist er, also unser Radius können wir dann nochmal hier bestimmen und unsere Height von unserem Agent. Dann können wir noch die Qualität der Wegfindung finden. Die Qualität der Pathfindings können wir dann hier nochmal einstellen. High Quality, Good Quality, Medium Quality. Also da sagen wir in den meisten Fällen High Quality. Außer wenn man will Zombies machen, dann macht man am besten nur so eine Medium Quality, damit die ein bisschen dümmer sind. So. Dann können wir natürlich noch Area Masks hinzufügen. Also dann können wir hier sagen, ey, du kannst dich auf Walkable bewegen, auf Not Walkable und auf Jump. Dann können wir zum Beispiel einfach sagen, ey, Jump kannst du dich nicht bewegen, geht nicht. Dann können wir das an- und ausschalten. So, jetzt erstellen wir uns erstmal eine Enemy Movement Script. Und das ziehen wir auf unseren Enemy drauf. Das können wir hier erstmal wieder schließen, ziehen das da drauf. Und dann öffnen wir das in Visual Studios. Und wollen erstmal testen, und zwar wollen wir, dass er von Punkt A nach Punkt B läuft. Erstens, um die AI-Funktion von Unity zu nutzen, müssen wir die erstmal implementieren. Also using unityengineer.ai, also AI oder im Deutschen KI. So, dann sagen wir public transform.target. Das ist unser Target-Ziel, das wir danach selber hinzufügen können. Und dann brauchen wir einfach nur noch unser Nuffmash selber. Und da sagen wir einfach auch public Nuffmash Agent. Und da sagen wir einfach A für Agent. Und dann sagen wir bei Update einfach ganz simpel A.setDestination. Und dann sagen wir ihm, wo soll er hin? Er soll zu Target.position. Und jetzt wird er automatisch den Weg suchen zur Target-Position. Das speichern wir einfach ab und gehen zurück zu Unity. In Unity selbst ziehen wir erstmal den Nuffmash Agent hier rein und das Target-Objekt ziehen wir auch nochmal hier rein und zack. Und dann können wir schon mal in die Kameraeinstellung gehen und dann auf Play drücken. So, und schon bewegt sich unser Nuffmash automatisch auf das Target zu. Dann zup, zack. Und dann sucht er sich seinen Weg zum Target. Zack. Jetzt, wie man schon gesehen hat, ist es auch, weil die Geschwindigkeit ein bisschen zu hoch gestellt ist, aber er findet irgendwann da und jetzt hat er seinen Weg gefunden und jetzt ist er am Ziel angekommen. Das ist halt, wie gehabt, es ist nicht perfekt. So ein Pathfinding-System ist auch nicht so leicht zu erstellen. Also ich weiß, wovon ich rede. Und dann können wir jetzt einfach hier die Target-Position umpositionieren und schon sucht er wieder den Weg zum Target. Und dann merkt er, da komme ich nicht lang. Alles klar, gehe ich halt ein Stück zurück. Okay. Dann gehen wir hier lang. So. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch beim Nuffmash nochmal das Acceleration hochstellen. Nochmal volle Möhre. So. Dann verbessert sich das auch ein bisschen. So. Und jetzt zieht er richtig durch. Und zack. Und wupp.
Wupp, wupp. Wir können auch die Strafe-Geschwindigkeit ein bisschen runterstellen. So. Und dann nochmal hier. Finde deinen Weg. Wupp, wupp, wupp. Und schon findet er automatisch den Weg. Das ist super. Und so können wir dann einfach anstelle von Target, wenn er in unserem Trigger ist, wie ich in der letzten Folge gezeigt hatte, in der letzten AI-Folge gezeigt habe, wenn der Player im Trigger ist, können wir ihn einfach als Target dem Player übergeben und schon sucht er den Player einfach hinterher. Ja, dann wollen wir aber noch ein Movement haben, dass unsere Enemies sich auch in der Welt generisch bewegen. Also die sollen ja nicht einfach nur rumstehen und da warten, bis dann irgendwann mal was an ihnen vorbeiläuft oder so, sondern sie sollen sich auch von selbst bewegen. Und das machen wir jetzt. Also wir öffnen wieder das Enemy Script. Und in Enemy Script ändern wir jetzt einfach mal das Target. Das machen wir jetzt zu einem Vector 3. Vector 3. Dann bestimmen wir nochmal mittels eines Floats den Radius, in was für einem Radius er sich bewegen kann. Und da sagen wir jetzt einfach mal 120. In dem Bereich von 120 ist der Radius, um den er eine neue Position finden soll. Und dann brauchen wir noch ein Boolean, public bool, für ist Target gesetzt. Also sage ich jetzt einfach nur set target. Und dann sagen wir bei der Update einfach nur if nicht set target. Dann gehen wir in die Verzweigung, schreiben nochmal Vector 3 und bestimmen eine zufällige Position. Und da sagen wir einfach random.inside the unit sphere. Das gibt uns aber leider nur einen Wert von 0 und von minus 1 und 1 an. Deswegen nehmen wir das einfach mal Radius. Und dann brauchen wir noch die Position, wo unser Enemy sich denn jetzt gerade befindet. Also sagen wir nochmal plus gleich transform.position. So, und dann haben wir einen neuen zufälligen Punkt. Dann verwenden wir den NavMeshHit. NavMeshHit. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie ein BreakCast-Hit. Und dann hauen wir hier einfach nur rein if NavMesh.sample position und dann geben wir da einfach nur bei sample position an unsere zufällige Position, also t out hit, das speichert uns dann die Information. Dann wollen wir noch einen Bereich und zwar unseren Radius, also Radius, und dann einfach eine layer mask, da sagen wir einfach 1, passt schon so, und dann sagen wir einfach nur target ist gleich hit dot position Target. Und dann sagen wir, set it ist gleich true, denn das wurde ja gesetzt, das Ziel. Und dann sagen wir hier unten erstmal if set it, dann bewege dich bitte zum Target. Hier das Punkt Position können wir wegmachen. Dann bewege dich bitte zum Target. Dann bewegt er sich zwar schon zum Target, aber er würde halt nicht aufhören. Er würde halt die ganze Zeit weitermachen und er würde sich keinen neuen Punkt suchen. Deswegen machen wir jetzt einfach eine kleine Verzweigung und sagen if math.abs und dann sagen wir einfach nur transform.position minus. Und dann wollen wir einfach nur die Target-Position, also Target. Und dann wollen wir Position, also transform.position x und dann minus Target x. Kleiner gleich 5. Und dann wieder dasselbe, nur mit der Z-Achse. So, und dann machen wir dasselbe nochmal für Z. Und zwar ist Z minus Z. Kleiner oder gleich 5. Hier machen wir auch lieber kleiner oder gleich 5. So. Und ABS gibt uns einfach nur den Abstand zwischen beiden zurück. Und dann sagen wir natürlich noch und set it. Also wurde es gesetzt, also ist das Target gesetzt und ist der Abstand zwischen der Position X und dem Target X und der Position Z und dem Target Z kleiner als 5, also die Distanz, dann sagen wir einfach nur set it ist gleich false. Also machen wir das einfach wieder aus und dann sucht er sich ja automatisch hierdurch einen neuen Punkt. So.
Man könnte jetzt natürlich sagen, warum macht man das jetzt, machen wir das jetzt mit MathRBS und nicht mit Vector Distance? Erstens, Vector Distance ist verdammt unperformant. Und warum nehmen wir nicht einfach die Wurzel und nehmen die Distanz im Quadrat? Könnte man machen, dann hat man aber das Problem, dass die Y-Koordinate dabei mitbedacht wird. Und die Y-Koordinate kann ja, was weiß ich, wie weit unten sein oder was weiß ich, wie weit oben sein. Und deswegen ist die Y-Koordinate zu vergleichen nicht sonderlich effizient und nicht sonderlich schlau, wenn man sich einen Random Point besucht. Da sollte man lieber immer eine zweidimensionale Position nehmen und keine dreidimensionale Position. Außer es ist natürlich erforderlich, wenn man einen fliegenden Gegner macht. Wenn man einen fliegenden Gegner macht, dann natürlich in drei Dimensionen, aber bei normalen Bodengegnern immer nur in zwei Dimensionen. So, das speichern wir ab und dann gehen wir zurück zu Unity. So, und in Unity können wir eigentlich alles getrost so lassen, wie es ist. Der Radius haben wir schon auf 120 gesetzt, das ist auf negativ. Und dann, das Gute ist, jetzt sehen wir beim den Target, da wir das public gemacht haben, dass sich das dann auch verändern wird. Dann drücke ich mal auf Play. So, und jetzt sucht sich unser Agent automatisch ein Ziel und dann sucht er sich das nächste Ziel. Und wenn er nah genug an dem Ziel dran ist, sucht er sich einfach wieder ein neues Ziel. Und das ist jetzt einfach komplett random. Man kann das natürlich noch viel zufälliger machen, aber das wäre einfach unnötig, weil jetzt haben wir schon einen zufälligen Punkt. Jetzt ist es nur merkwürdig, dass er die ganze Zeit immer wieder nach links geht. Aber so haben wir immer wieder einen zufälligen Punkt auf unserem Navmesh und er wird dann immer wieder sich eine andere Stelle suchen und sich einfach so in der Welt bewegen, also der Gegner. Das ist, kann natürlich auch vorteilhaft sein, wenn man bestimmte normale NPCs macht oder sonst was, aber für Gegner ist es halt am besten, wenn sie einen zufälligen Bereich haben, wo sie sich hin und her bewegen, wie wenn man jetzt einen Slime macht oder sowas, dass er sich einfach unwillkürlich irgendwo hinbewegt und sonstige Sachen. Oder natürlich gibt es da noch viele weitere Faktoren, wie zum Beispiel, wie kann man das so machen, dass der Gegner einen hört. Da habe ich zur ersten AI-Folge, glaube ich, auch schon mal was gesagt. Und sonst was, ich werde noch ein paar andere AI-Folgen machen, aber man kann die erste AI-Folge, also die erste Enemy-Gegner-AI-Folge, habe ich sie, glaube ich, genannt, kann man mit diesem hier komplett kombinieren und dann kann man sich einfach schon einen intelligenten, smarten Gegner machen. Ich finde es lustig, dass er gerade nicht weiter aus linken Bereich kommt, weil wir nur auf 120 sind. Jetzt stelle ich mal den Radius ein bisschen höher ein, stelle ich ihn mal auf 260. So, jetzt ist er irgendwie außerhalb des Bildes. So. Wupp. So, und dann sucht er sich immer wieder schön einen neuen Punkt und wupp, wupp, und sucht sich wieder den neuen Punkt. Das könnte man den ganzen Tag beobachten. Das ist wie so eine Lavalampe. Man könnte die ganze Zeit, na, wo will er wohl jetzt hingehen? Ah, okay, er geht wieder zurück, alles klar, okay, okay, was hat er wohl vor? Oh, er bleibt einfach stehen, wo will er wohl jetzt hin? Ich weiß es nicht. So, aber so kann man sich schon mal mit der ersten AI-Folge und mit dieser AI-Folge kann man sich schon ziemlich smarte Gegner machen. Aber ich werde nochmal eine AI-Folge machen, so zu genaueren Sachen, wie zum Beispiel, wie er denn den Player angreift, und wie er aus Distanzen angreift, dann noch so Sachen wie, wie kann er Geräusche hören oder sonst was, wie kann er mit Dingen interagieren, wie zum Beispiel, dass der Gegner auch Leitern klettern kann. Also es kommen noch viele AI-Folgen, es kommen noch viele Gegner-KI-Folgen. Da wird es auf jeden Fall noch ein bisschen was geben. Gut, ich hoffe, es hat geholfen und ich hoffe, es findet Verwendung. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Beobachten wir noch ein bisschen den Navmesh Agent. Wie eine Lavalampe. Wow. Ciao.